Morgens um 7 in der Straße von Messina. Eigentlich eine ganz normale Meerenge, wenn da nicht diese Boote wären. Mit überlangen Masten. Oben in einem Korb sind Menschen zu erkennen. Vorne, quasi schwebend über Wasser auf einem noch längeren Ausleger, steht auch jemand. Es sind sogenannte Felouken, Fischerboote, die ihren Ursprung im alten Griechenland haben und extra für die Schwertfischjagd umgebaut wurden. Im 27 Meter hohen Aussichtskorb wird gesteuert und nach der Beute Ausschau gehalten. Der Weg hinauf ist beschwerlich und gefährlich, ganz ohne Sicherung. Auch der Vordermann, der Harpunier, macht sich am Ausleger zu schaffen. Hat der Steuermann seinen Arbeitsplatz erreicht, kann für diese Feluke die Jagd nach dem begehrten Schwertfischen beginnen. Giuseppe ist einer der dienstältesten Schwertfischjäger hier in der Meerenge. Heute schifft er sich bei einer befreundeten Besatzung ein und erwartet einen guten Fangtag. Die Fische kommen bis in die Nähe der Küsten. Das ist die richtige Jahreszeit. Jetzt müssen nur noch die Späher und der Harpunier ihre Arbeit machen. Jede Feluke hat an diesem Tag ein 2 Seemeilen großes Jagdgebiet. Die Kunst besteht darin, den Ausleger mitsamt Jäger und Harpune direkt über die Fische zu lenken. Die schwimmen hier ins seichte Küstengewässer kurz unter die Wasseroberfläche. Aber nur 1-2 Minuten. Da muss der Harpunier dann treffen, sonst sind sie wieder verschwunden. Patriarca Seconda heißt das Fangschiff, das Giuseppe an diesem Tag besteigt. Hier hat er schon oft angeheuert. Marco, Giovanni und Carmelo werden in den nächsten Stunden ihren Steuer- und Aussichtskorb nicht verlassen. Unten an Deck laufen die letzten Vorbereitungen, die Seile für die Harpune werden verlegt. Dann geht es ganz schnell. Fortunato, der Harpunier, macht seinem Namen alle Ehre und hat Glück. Der Fisch ist ihm nicht entkommen. Die 5-zackige Harpune steckt tief im Schwertfisch. Dieser Moment ist für die Männer äußerst gefährlich. Das Tier wehrt sich und der spitze Speer kann böse verletzen. Der Fisch muss mit aller Macht niedergedrückt werden, sonst springt er. Das dauert, bis er seine Kraft verliert und stirbt. Fortunato ist schon wieder auf seinem Posten. Wenige hundert Meter vom Strand entfernt treffen sie auf einen weiteren Fisch. Doch im Mastkorb wird geschimpft. An Deck bräuchten sie zu lange, um die Beute einzuholen. Wird der Schwertfisch schlecht getroffen, zieht er mit aller Kraft an der Fangleine. Das Tier versucht wieder abzutauchen. Damit dem Schwertfisch langsam die Kraft ausgeht, muss man abwechselnd Leine geben und die dann immer wieder einholen. Dieser hier aber will sich partout nicht bändigen lassen. Am Ende aber gewinnt dann doch vereinte Männergewalt. Das Tier wird gezeichnet, damit später auf dem Fischmarkt klar ist, dieser Schwertfisch wurde per Hand und nicht industriell gefischt. Wir fischen nicht, wir jagen. Ohne Netz und Angelhaken, dafür mit einer Harpune. Wenn der Fisch auftaucht, musst du blitzschnell reagieren, wie ein Jäger mit seiner Flinte. Dieses Tier entkommt. Fortunato hat nicht immer Glück. Heute gibt es Fische. Seit vielen Jahren aber nimmt der Bestand an Schwertfischen im Mittelmeer ab. Viele in Messina haben deshalb die traditionelle Jagd längst aufgegeben. Wie soll sich so ein Fangschiff samt Besatzung rentieren? Oft sind die Kosten höher als der Gewinn. Ohne Profit aber lohnt sich die Mühe doch gar nicht mehr. Früher gab es zwischen Sizilien und Kalabrien während der Jagdsaison im Sommer Dutzende von Feluken.
Heute liegen die meisten auf dem Trockenen, auch Giuseppes Feluke. Gegen die Trawler mit ihren industriellen Fangmethoden hat Giuseppe keine Chance. Schwertfischjäger wie er haben in Italien keine Lobby mehr. Sein Boot will Giuseppe nun verschrotten lassen. Dafür bekommt er von der Regierung in Rom sogar eine Entsorgungsprämie. Dass dadurch traditioneller Fischfang im Mittelmeer ausstirbt, interessiert den Gesetzgeber nicht. Dabei sorgt die Schwertfischjagd seit Jahrtausenden nicht nur für Essen und Arbeit, sondern auch für Tradition und Identität. Gerade die aber droht in Messina verloren zu gehen.